Hi, ich bin Joachim, ich bin der Gründer des AR-Studios und wir sitzen heute hier in diesem Herrenzimmer, wunderschön eingerichtet. Wir haben dieses Mietstudio circa vor 6 Monaten gegründet und konnten hier schon wirklich tolle Menschen kennenlernen, aber auch tolle Film- und Fotoproduktionen durchführen. Genau das hat uns auf die Idee gebracht, einfach auch mal mit den Menschen zu sprechen, die hinter der Kamera stehen oder mit den Menschen zu sprechen, die durch ihre Arbeit außergewöhnlich sind und aus der Masse herausstechen. Und darum geht es bei uns im AR-Studio Talk. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns. Bis gleich. Joki! Daniel, hi! Servus. Schön, dich zu sehen. Setz dich, Mensch. Cool, dass du da bist. Ey, ich brauche deine Hilfe. Ja, erzähl mal. Ich habe heute Abend einen Interviewpartner und der hat auch ein Buch geschrieben. Zeig mal. Schau mal, und der hat hier übelst abgeräumt. Mhm. Wir brauchen irgendwas Vernünftiges zum Anziehen. Mhm. Und kannst du mir da helfen, bitte? Ja, Norman Greta, das sagt genau, mir sogar genau, was. Genau, das ist der Norman, ja. Habe ich schon ein paar Mal auf Instagram sogar ein paar Sachen auch gesehen. Also man sieht ja jetzt schon direkt auf dem Bild einen schwarzen Anzug. Ja. Und ganz ehrlich, nachdem was ich jetzt, wo ich schon reingelaufen bin, gesehen habe, ich lese jetzt hier auch gerade dreifacher Europameister, ja. 5-Sterne-Redner. Ja. Auch hier Speaker Award ja, gewonnen. Ja, eher seriös, denke ich mal, unterwegs. Ja. Ich denke, was Klassisches, ne? Ich würde auch Richtung klassisch tendieren, also blau, schwarz, ja. Eventuell, ja, müssen wir mal schauen, Richtung Bordeaux-Rot, okay. Wenn wir mal ein bisschen verrückter unterwegs sind, okay. Und mal ein bisschen rauslocken möchten, aber ich glaube, wohlfühlen würde er sich in schwarz oder blau. Okay. Also wie gesagt, er hat ja auch hier schon schwarz abgelichtet, die meisten, die in der Branche unterwegs sind, die wollen jetzt auch nicht dein Fettnäpfchen modisch treten. Okay. Ich glaube, es wird auf schwarz oder blau hinauslaufen, Yogi. Das würde ich auch mal vorbereiten, aber wir gucken. Ich lerne ihn ja auch noch kennen. Ja. Und dann schauen wir mal, okay. Was ich da für ihn personalisiere. Ey, du wirst mir super helfen, echt. Das muss echt vernünftiger sein, weil guck mal, was der hier abgeräumt hat. Der hat ja hier den, was hat er hier? Bester Dozent, 2019, dann hier Speaker Award, dann erster Platz Table Topics, erster Platz Humor Speech, also Europa Yogi, die Speaker Award, also das wäre mir super Titel wichtig. Nehme ich nachher mit. Nimmst du die mit? Die auch gut aussehen. Denke ich wahrscheinlich, genau. Also du tust mir einen riesen Gefallen, echt ehrlich. Super cool, dass ich auf dich bauen kann. Dankeschön. Yogi, gar kein Problem. Sehr schön. Also, wir sehen uns ja wir später sehen uns, nochmal. Genau. Super. Ciao. Ciao, ciao. So, servus Norm, schön dich jetzt auch persönlich kennenzulernen. Hallo Daniel. Ich habe mit Yogi dich schon einschätzen dürfen anhand von deiner Vita oder besser gesagt, was du auch schon alles in deinem Leben erreicht hast. Echt krass auch das Buch. Ich habe da so ein bisschen hinten mir schon ein paar Sachen noch durchgelesen, wie jetzt dreifacher Europameister, 5-Sterne-Redner. Und du hast ja auch hinten einen Anzug an, der schwarz ist. Richtig. Wir haben dich jetzt auch eingeschätzt Richtung schwarz oder blau. Trifft es zu oder fühlst du dich gerade wohl in dem Anzug, wo wir dir jetzt ausgesucht haben? Ich fühle mich sehr wohl. Blau ist eine schöne Farbe, es passt ja auch zu dem Buch. Mhm. Witzigerweise ist ein Pendant des Buchs. Habt ihr mich gut eingeschätzt? Also ich habe einige blaue Anzüge, ich liebe blau. Mhm. Ja? Sonst, Norman, erzähl mal, was macht dich so aus? Wie ist deine Lebenserfahrung? Warum bist du jetzt da, wo du jetzt einfach schon bist? Durch viel Erfahrung, wie bei uns allen. Was macht mich aus? Immer heiter, immer spontan, immer gefühlt unterwegs im Auftrag der Persönlichkeitsentwicklung. Habe immer irgendwie ein Buch dabei, Podcast hören, am Lesen, machen, tun. Mir ist einfach wichtig, dass ich innen so funktioniere, wie ich am besten funktionieren kann. Das klingt jetzt sehr statisch. Dass die Kraft und die Schönheit von innen rauskommt, das ist mir wichtig. Und daran zu arbeiten, dass es nicht so sehr auf die Dinge im Außen ankommt, sondern wer bin ich im Inneren und was macht mich da aus? Klar, das ist definitiv sehr wichtig, gerade auch in der Branche, wo du dich ja bewegst. Aber ich sag mal, der Weg dahin, war der für dich immer einfach? Lief der über Umwege oder über Fettnäpfchen? Gab es da was, wo du sagst, boah, hey, das hätte ich auf jeden Fall so nicht nochmal gemacht? Das ist eine sehr schöne Frage, Daniel. Nach dem Motto, wenn ich zurückgehen könnte und was verändern, gäbe es da was? Meine Antwort, nein. Weil, wenn ich nur im Ansatz was verändern würde an meiner Vergangenheit, wo irgendwas mal nicht so lief, wie ich es damals gern gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht der ich bin. Mhm. Weil wir alle sind ja die Menschen im Endeffekt aus der Erfahrung raus. Von daher würde ich nichts verändern. Ich würde möglicherweise, wenn ich die Chance hätte,
meinem jüngeren Selbst einen Tipp zu geben, zu sagen, setz ab und zu eine andere Brille auf. Mhm. Quasi gib der Sache, die passiert ist, eine andere Bedeutung, weil die Sache ist, wie sie ist. Vielleicht kennst du diesen schönen Spruch, du kannst den Wind nicht verändern, jedoch das Segel kannst du anders setzen, je nachdem, woher der Wind kommt im Leben. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für mich persönlich, zu sagen, der Wind ist, wie er ist, nur ich hätte hier und da mein Segel anders setzen können mit der Erfahrung von heute. Trotzdem möchte ich da nichts missen, nichts verändern, weil ich sage, das würde mich als komplett Mensch, der heute ist, auch verändern. Und nö, ich gefall mir, wie ich bin. Sehr interessant, Norm. Also für mich definitiv, jetzt wo ich dich auch persönlich kennenlerne, ich muss sagen, der blaue Anzug steht dir. Aber im Nachgang, irgendwie im Inneren von mir, brodelt es jetzt dir etwas anderes eher anzubieten oder besser gesagt, dich jetzt frisch einzukleiden. Mhm. Ich würde gerne Richtung Braun gehen und okay, auch mit einem Muster. Einfach weil ich merke, ich glaube, du scheust dich nicht vor Fettnäpfchen. Du scheust dich nicht, oh, wie wirke ich jetzt oder was denken andere von mir? Und deswegen würde ich heute auch einfach etwas deinen Charakter oder besser gesagt der Äußerlichkeit deinem Charakter anpassen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal hinter die Kulissen. Ich kleide dich neu ein und dann erwartet dich ja der Yogi, wo mit dir dieses Gespräch hier intensiviert. Cool, ich freue mich und bin gespannt. Ich freue mich definitiv auch und gehen wir los, oder? So machen wir's. Alles klar. Schön. Ja, guten Abend, liebe Community, heute hier im Aachstudio. Ich bin Joachim, ich bin der Studioleiter vom Aachstudio und wir befinden uns heute hier in diesem wunderschönen, klassischen Herrenzimmer. Und wir haben heute Abend den Norman zu Gast und ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist, Norman. Wir haben uns hier ein paar tolle Fragen ausgedacht, die wir dir gerne stellen möchten. Wir möchten einfach den Norman ein bisschen kennenlernen. Einfach, wer ist der Norman, was treibt er? Und dazu haben wir den Norman heute eingeladen fürs Interview. Der Norman hat auch ein paar Sachen mitgebracht, dazu später mehr. Und er hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Zielerreichung für High Potentials, auf jeden Fall zu empfehlen. Auch darüber sprechen wir nachher im Anschluss. Hallo Norm. Hallo Yogi. Super, schön, dass du da bist, dass du den Weg gefunden hast. Ich habe auch gesehen, du hast einen tollen Anzug an. Ja. Warum der jetzt eigentlich braun ist? Ich glaube, der Daniel hat ja, glaube ich, den blauen empfohlen, gell? Er hat im ersten Moment, als er jetzt nur auf den Hintergrund geschaut hat, auf blau abgezielt, hat dann während einem kurzen Gespräch in meine Seele geschaut und gesagt, hey, ich glaube, mutig, braun, ein bisschen ein Muster drin ist schön. Ich fühle mich wohl. Sehr schön. Hätte ich gefühlt, persönlich wahrscheinlich nie hingegriffen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Wir machen ja immer das Gleiche, wir haben immer die gleichen Farben. Von daher hätte ich da dran wahrscheinlich vorbeigegriffen und bin froh, dass er jetzt mal auf eine ganz andere Ebene geschaut hat und was erkannt hat, was ich so nicht wusste. Super, steht dir auch sehr, sehr gut. Vielen Dank. Hausschuhe hast du auch dabei, ich habe meine auch. Dann wird es einfach ein bisschen gemütlicher und nicht so steif. Ja, Norman, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Woher kommst du, was treibst du gerade zurzeit? Was hat dich geleitet die letzten Jahre? Die letzten Jahre hat mich einiges geleitet, eine Passion, eine Leidenschaft, dass ich mir 2014 überlegt habe, ich möchte die Welt verändern. Okay. Erstmal meine eigene und dann natürlich die erweiterte Welt da draußen. Nach 24 Jahren des Angestelltenseins habe ich gemerkt, das ist es nicht mehr. Es ist nicht mehr meins. Ich wusste auch nicht, was meins ist. Okay. Und durch einen Zufall kam ich dann über eine Kollegin drauf, die sagte, du, das, was du da immer erzählst, wenn du irgendwelche prominenten Leute triffst und mit denen sprichst, was für die Erfolg ist im Leben, das ist spannend. Erzähl das doch mal all unseren Kollegen. Okay. Und quasi aus dieser über einen Schreibtisch Unterhaltung entstand dann ein Vortrag, den ich geschrieben habe, auf Basis, was ist nötig, um Ziele zu erreichen. Und da hat mich meine Leidenschaft geküsst. Das war, also dieser erste Auftritt war, möchte sagen, magisch. Ich wusste einfach, ich bin angekommen. Und mit der Grundlage habe ich dann direkt mal die Porsche Arena gebucht in Stuttgart. Es sind ja nur 6.000 Plätze. Und habe gesagt, wenn ich schon über Zielerreichung spreche, macht es doch auch Sinn, selber ein großes Ziel zu haben. Okay. Und habe mir selber 6 Jahre Zeit gegeben, um die Halle voll zu machen. Ja, und das sollte sein am 24. März 2020.
Und wer ein bisschen mitdenkt, wird feststellen, oh, das ist ein bisschen doofes Datum, denn da war was anderes. Und es kam dann alles andere als gedacht. Da war auf jeden Fall der Lockdown. Genau. Genau, vor einem Jahr. Aber du hast gerade erwähnt, Prominente. Hau mal ein paar Namen raus. Mit wem warst du denn schon? Mit wem war ich bei der Weinprobe? Mit Anastasia, die hatte ihre erste Weinprobe mit uns damals in Porto. Nach einem Auftritt für eine Privatfirma. Michelle Obama, Hillary Clinton, Sylvester Stallone, Pamela Anderson, Schwarzenegger, Charlie Sheen. Unendlich. Unendlich, über 400. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, die ich alle das Gleiche gefragt habe. Ich habe auch gesehen, dass du die Erika Eleniak hattest. Oh ja. Auf dem Foto. Persönlicher Favorit von mir, ich weiß, vielleicht werdet ihr euch auch noch mal daran erinnern, Baywatch mit David Hasselhoff, Erika Eleniak, Pamela Anderson, das waren damals die Sexsymbole der 80er und 90er und auch für mich Erika Eleniak ein eine wahnsinnig tolle Frau. Und ich habe sie hier gesehen bei dir auf dem Foto im Instagram-Feed und ich dachte, das kann nicht sein. Du hast die im Arm gehabt, die Traumfrau schlechthin. Aber natürlich, die ist jetzt auch älter geworden, wie wir alle. Ja. Genau, du hast gerade eben schon angesprochen, die Porsche Arena hattest du damals als Zielerreichung gehabt. Da ging es ja darum, dass du dort einen Vortrag wahrscheinlich halten wolltest. Was ist denn da genau der Plan gewesen und wie ist es dann doch nicht stattgefunden? Der Plan war ein ganz einfacher, zu sagen, 2014 Startpunkt, erster Vortrag. Theorie, Zielerreichung, zu sagen, ich nehme all diese Hinweise, was ich bekommen habe von diesen tollen Menschen, von diesen Vorbildern, die wir alle kennen, und ich wende das mal an mir selber an. Okay. Und schau, ist es nur blanke Theorie, hatten die Glück, hatten die bessere Voraussetzungen, quasi normaler Junge vom Land ohne große Gaben oder sonst was, kann der sowas schaffen, wenn er auf solche Tipps hört, okay, von vielen da draußen? Und drum war es im Endeffekt ein über 6 Jahre angelegtes Eigenexperiment, was ich gemacht habe. Zu sagen, ich mache das, ich schreibe Tagebuch ganz kräftig, was funktioniert nicht. Bei mir, muss ich sagen. Das heißt nicht, dass es bei anderen funktioniert. Und das habe ich über 6 Jahre gemacht. Ich habe das getestet und habe mich komplett reingegeben in diese Persönlichkeitsentwicklung, in die Tiefen, in alles, was es gibt. Ob es Meditation ist, Subliminals, Vision Boards. Einmal komplett durch, um festzustellen, was bringt denn auf lange Sicht was und was bringt nichts. Und ja, dann war im Endeffekt, die 6 Jahre waren vorbei, es war alles auf Perfektion ausgelegt. Das Orchester, das ich mit dabei haben wollte, war am Proben. Der Chor war am Proben. Wir haben die Pyro schon mal geschossen. Also quasi sollte eine wirklich einmalige Show sein, die emotional mit nichts zu vergleichen ist. Und dann kam der 12. März, 12 Tage vorher. Der Lockdown, ja. Der Lockdown und somit auch der Anruf der Stadt Stuttgart, der da so sinngemäß lautete, Herr Gräter, Sie haben an Ihrem Geburtstag, es war ja mein 43. Geburtstag, dieser 24.3. Sie haben jetzt wieder mehr Zeit, weil wir untersagen von offizieller Seite Großveranstaltungen und da fällt Ihr Event auch drunter mit den 6.000 Leuten. Tut uns leid, vielleicht klappt es ja ein anderes Mal. Das war auch dein Geburtstag, das Datum. Okay, genau. Das wusste ich nicht. Cool. Das war mein Geburtstag, weil ich mir damals 2014 gesagt habe, selbst wenn nur meine Eltern kommen würden, ich mache die Show, wie ich sie geplant habe. Das habe ich mir versprochen. Das haben auch die, die in mich vertrauen und Geld investiert haben in eine Karte, haben auch verdient. Und darum habe ich gesagt, ich mache es an meinem Geburtstag, weil wenn du 6 Jahre im Voraus ein Event planst, was ist ein guter Tag? Ist es unter der Woche, am Wochenende, in den Ferien, außerhalb der Ferien? Ich hatte keinen Plan. Und das sinnvollste Datum, das mir einfiel, war mein eigener Geburtstag. Cool. Super. Ja, dann Lockdown. Wie ging es weiter? Was ist dann passiert? Dann sprang mein Gehirn auf gut Deutsch in den Überlebensmodus. Nach 16 Jahren Eventmanagement wusste ich, wie das geht. Also quasi, wenn du direkt jetzt einen anderen Plan brauchst, eine andere Lösung. Nicht lang drüber nachdenken, sondern handeln. Da war ich sehr gut konditioniert drin. Hab natürlich alle Gewerke, wie man so schön sagt, Technik und Co. angerufen, informiert, zu sagen, hey, es kam die Absage, es war fast schon absehbar. Und trotzdem war es natürlich, diesen Schritt dann noch zu tun. Und tja, dann ging es, nachdem quasi der offizielle Teil abgeschlossen war, alle waren informiert, alle wussten Bescheid,
kam der Absturz. Okay. Also auch alles, was ich in den Jahren zuvor jemals gehört und gelernt hatte von anderen Leuten, wie man sich so selber motiviert, wie du dich aus dem Loch ziehst, egal wie tief das Loch, es hat nichts funktioniert, und zwar gar nichts. Weil es gab einige Menschen, die gesagt haben, Norman, ich kann das verstehen. Wo ich immer gelächelt habe, gesagt, ich glaube nicht. Denke ich auch, ja. Außer du hast jemals in deinem Leben 6 Jahre lang einen Tag vorbereitet. Es wäre, als würdest du 6 Jahre lang kochen oder einen gewissen Kuchen backen und der wäre erst fertig nach 6 Jahren. Du hättest von dem Kuchen in der Zeit dazwischen nichts. Du würdest nur deine Energie, deine Lebenszeit, dein Geld reinstecken, deine Leidenschaft, um zu sagen, hey, an diesem Tag werde ich so viel 1000 Menschen verhelfen, die Blickrichtung zu verändern. Weg von diesem, oh, das geht nicht, das ist schwer, das ist schlimm, hin zu, hey, was wäre, wenn es gehen würde? Und auch hier unser schöner Slogan, darum steht es hier vorne. What would you love? Was würdest du lieben zu tun, wenn Geld auf diesem Planeten keine Rolle spielen würde? Was würdest du lieben? Was würdest du tun? Und der Großteil aller Menschen hat keine Antwort auf die Frage. Mhm. Und ich hatte dann auch keine Antwort mehr, weil ich hatte kein Ziel mehr. Ich hatte keinen Job mehr, weil als Keynote-Speaker, Redner, die Firmen durften ja auch nichts mehr machen. Das Folgegeschäft aus dieser Show kam nicht, weil es die Show nicht gab. Und somit stand ich quasi von voller Fahrt auf minus 10, möchte ich sagen. Und da lag ich dann in meinem eigenen Selbstmitleid, habe den lieben Gott verflucht, gesagt, was soll die Scheiße? Also schickst mich hier auf die Reise für 6 Jahre und kurz vorher ziehst mich vom Feld. Verstehe ich nicht. Und ja, da lag ich dann. Okay. Man muss dazu sagen, der Lockdown, glaube ich, hat sehr viele Menschen betroffen. Und auch natürlich wir als Arch-Studio natürlich auch. Wir sind auch damals frisch gestartet. Von daher ist es natürlich krass zu sehen und zu erleben, was passiert und was kann passieren. Aber nichtsdestotrotz muss es ja irgendwo auch weitergehen. Und wie war da dein Fahrplan? Weil du siehst ja jetzt, ich sag mal, gut erholt aus. Du hast das blühende Leben in dir. Also muss es ja irgendwie auch ein Licht am Ende des Tunnels gegeben haben. Wie war dein Licht? Das Licht war eine gute Freundin. Okay. Und ich habe festgestellt, und da nehme ich den Leitspruch der anonymen Alkoholiker. Nee, ich war da nie dabei. Ich habe den nur mal gelesen und gedacht, geil, okay. Geiler Satz. Du kannst es nur alleine schaffen, jedoch schaffst du es nicht alleine. Okay. Du kannst es nur alleine schaffen, jedoch schaffst du es nicht alleine. Was der Leitspruch besagt, ist im Fall der Alkoholiker, du kannst es nur alleine schaffen. Du für dich musst die Entscheidung treffen. Du ja. musst sagen, ich stehe auf, ich mache den ersten Schritt. Nur sobald du den machst, schaffst du es nicht mehr alleine. Mhm. Weil deine Vergangenheit holt dich zurück. Die Gewohnheiten, die Autopiloten, es zieht dich zurück. Und so war es auch bei mir. Ich musste quasi diesen ersten Schritt vom Boden selber hoch machen. Und dann war es unmöglich, selber aus dem Loch zu kommen. Und meine Hilfe war eine liebe Freundin aus Wien, die mir in einem Zoom-Call 2 Tage später einen Satz sagte, den ich so weit weggeschoben habe, wie ich ihn nur wegschieben konnte. Und zum Glück habe ich ihn zurückgeholt. Und der Satz war, Norman, in den 50er Jahren gab es den W. Clement Stone, Unternehmer aus Amerika. Und er hat auf alles, was ihm passiert ist in seinem Leben, hat er immer mit 2 Worten geantwortet. That's good. In Deutsch 3 Worte. Das ist gut. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, Vivian, darf ich vielleicht nochmal zusammenfassen, was mir hier gerade um die Ohren geflogen ist. Ja. Und habe so im Kopf nochmal aufgezählt. Traum kaputt, Show kaputt, Geld kaputt, Beziehung kaputt. Karten müssen zurückgezahlt werden, kein normalen Beruf mehr, kein Folgegeschäft. That's good. Das ist gut. Okay. Ja, so dachte dieses, okay, das sind noch ein paar Tipps, die mir nichts bringen. Und zum Glück bin ich coachable, das heißt, ich höre auf andere Menschen und habe drüber nachgedacht. Und mir fiel die Waage ein. Alle kennen eine Waage und das Gesetz der Polarität, wie man so schön sagt. Das bedeutet, alles auf der Welt ist polar aufgebaut. Es gibt immer 2 Punkte.
oben, unten, rein, raus, dick, dünn, hell, dunkel, alles Mögliche. Das heißt, wenn du die Waage nimmst und ich war bei einer minus 10, war total am Boden, dann musste die Waage auch ein plus 10 haben. Mhm. Weil es kann nicht sein bei einer Waage, dass der eine Teil bei minus 10 ist und der andere ist bei plus 1. Das wäre nicht polar. Mhm. Die Waage ist immer ausgeglichen. Und das habe ich für mich so erkannt und gedacht, okay, also muss es ein plus 10 geben, es muss was sehr Gutes dran geben, nicht ein bisschen gut, nicht, ach, das ist ja nett, sondern der Oberkracher, weil ich war ganz unten. Und das galt es zu erkennen. Und auf diese Suche habe ich mich gemacht in den Stunden und Tagen danach und habe gesagt, was könnte nur im Ansatz Gutes daran sein, was mir passiert ist. Und das war eine spannende Reise, von Tag zu Tag immer mehr zu erkennen und zu sagen, hey, das ist gut. Guck mal, das ist doch auch gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die Liste wurde immer länger. Und dadurch, dass ich quasi eine andere Brille aufgesetzt habe, hat sich alles verändert. Also kann man es eigentlich so sagen, dass du dich eigentlich selbst motiviert hast zu schauen, deinen Blickwinkel zu verändern, um zu sagen, es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern, sondern es gibt auch was Gutes noch, es muss ja weitergehen. Und ist es vielleicht dahin der Weg, dass du dann deine plus 10 hattest, um es vielleicht nochmal so zu erklären. Genau. Okay. Es gibt diesen schönen Spruch, du kannst den Wind nicht verändern. Ja. Der Wind, der von außen bläst. Ja. Jedoch bestimmst du, wie und wohin und wann du deine Segel setzt. Der Wind ist, wie er ist. Die letzten Monate, wir haben alle irgendwie festgesteckt. Es ist so. Das können wir uns auch nicht schönreden. Da bringt auch nichts zu sagen, sieh das Gute hinter allem. Die grundsätzliche Sache, was da draußen war, mit diesem Covid, es ist einfach nur. Mhm. Und das ist was, was ich mir bei Einstein abgeguckt habe. Der wurde nämlich gefragt, also zu seiner Relativitätstheorie, ist B groß oder klein? Und B, um das zu erklären, er hatte einen kleinen Würfel, das war A, einen mittelgroßen und einen ganz großen, A, B, C. Und B war in dem Bild, um es besser darzustellen, der mittelgroße. Und er wurde gefragt, ist B groß oder klein? Und seine Antwort war, B ist. B ist. Und die anderen gesagt, was? Das wäre die Antwort. Ist es groß oder klein? Und sagt er, B ist einfach nur. Denn wenn ich von A, von dem kleinen Würfel, auf B schaue, ist B groß. Wenn ich jedoch von C, von dem großen Würfel, auf den mittelgroßen schaue, ist B klein. Mhm. Somit B ist nur. Covid ist einfach nur. Einen Job zu verlieren ist einfach nur. Die Show nicht stattfinden lassen zu können. Es ist einfach nur. Und ich habe dir das, um das zu verdeutlichen, sogar mitgebracht. Ich habe eine coole Brille. Nämlich, so wie du das Leben siehst. Steht dir. Vielen Dank. Passt zum Anzug. Absolut. So wie du das Leben siehst, ist es. Und viele Menschen sehen eben in ihrem Leben die Sache aus ihrer Sicht, wie es ist. Nämlich, sie haben Angst. Frust, Ärger. Was haben wir noch? Scheiße. Das darf man im Fernsehen nicht sagen. Trotzdem machen wir es. Und das Fatale ist, wenn du so die Welt siehst, dann ist nicht nur die eine Sache, der Job, die Beziehung, deine Gesundheit, Angst, Scheiße, Frust, Leid, sondern die Brille hast du ja immer auf. 24 Stunden am Tag, überall, wo du hinguckst, alles, was du siehst, beim Einkaufen, beim Kundengespräch, in deiner Beziehung, du hast immer die Brille auf und du siehst immer alles mit Angst, mit Frust. Was wäre, wenn du jetzt hingehst und sagst, es gibt im Leben auch eine rosarote Brille? Und auf der rosaroten Brille steht genau das Gegenteil, nämlich Freude. Genau, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Die da wäre? Die rosa Brille ist ja wahrscheinlich dann das Gegenteil, gehe ich mal von aus. So ist es. Das heißt, welche Möglichkeiten hast du für andere Menschen, wie sie es anwenden können? Du hast dann natürlich jetzt für dich dein Rezept gefunden, was jetzt für mich selber, ich musste auch erstmal nachdenken, hä, was meint der jetzt, plus, minus, die ist und so, aber vielleicht kannst du es nochmal so verdeutlichen, Freude, Lust, gemeinsam. Genau, wir schaffen Dinge gemeinsam. Ich bin nicht allein, ich hänge nicht im Loch. Okay, das heißt, das wäre quasi... Das Gegenteil.
Genau das Gegenteil von dem Roten. Okay. Und die Frage, auf die du wahrscheinlich abzielst, ist, wie schaffe ich das? Wie komme ich selber jetzt aus diesem Loch? Ja. Und wie schnell komme ich da raus? Ja. Wie schnell dauert es, von der Brille zu wechseln? Ja. Sekunde? Sekunde. Viele Menschen sagen immer, Norman, naja, heute war ein beschissener Tag, morgen habe ich einen neuen Tag, morgen wird es besser. Ich sage, okay, morgen, warum verschenkst du jetzt einen halben Tag? Du hast in jeder Sekunde deines Lebens die Chance auf eine neue Sekunde. Du kannst in jeder einzelnen Sekunde entscheiden, ob du bewusst diese Brille aufsetzt. Und nein, die Nachrichten ziehen dir die nicht auf. Die Politik zieht dir die nicht auf. Dein Partner, Partnerin zieht dir die nicht auf. Das bist du, das ist deine Brille. Du kannst binnen einer Sekunde entscheiden und sagen, oh, jetzt hat es mich gerade noch gestört, nur was wäre denn, wenn ich das Segel anders setze, wenn ich die andere Brille aufsetze und sage, Schatz, warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Lass mich doch mit dem scheiß Müll in Ruhe, haben wir keine anderen Sorgen. Oh, das ist aber schön, sie kümmert sich drum und ihr ist wichtig, dass in der Wohnung es toll riecht und toll aussieht und der Müll eben rausgeht, da wo er hingehört. Das Bild ist immer noch gleich, der Müll. Die Frage ist nur, welche Brille setze ich auf? Und du kannst binnen einer Sekunde die Brille wechseln, wenn und nur wenn du selber das willst. Welches Rezept hast du dafür, für andere Menschen außer? Zum Beispiel für mich, wenn ich sage, ich habe ein Loch, ich habe ein Problem, ich komme nicht mehr raus. Welche Möglichkeiten kann ich wahrnehmen? Was hast du da als Empfehlung? Schau auf die gute Seite. Okay. Es muss etwas Gutes geben. Okay. Auch wenn du im ersten Moment sagst, also ich finde nichts, keine Ahnung, ich sehe nichts. Ging mir ja auch so mit der Show. Ja. Wo ich gesagt habe, was in aller Welt könnte nur im Ansatz Gutes dran sein? Ja. Also noch nicht einen Punkt, finde ich. Bis ich dann über Umwege rankam und gesagt, jetzt mal ganz einfach gedacht, es wäre mein Geburtstag und ich würde den kompletten Geburtstag in dieser Halle verbringen mit Proben, mit Aufbau, mit Show, mit Aftershow, mit sonst was. Hätte ich einen Tag für mich? Sicher nicht, weil ich wäre für alle anderen da. Genau. Das heißt, das erste Gute, was mir einfiel, war, ich habe jetzt Zeit. Ich habe an meinem Geburtstag Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Die Show wäre mir sehr wichtig gewesen. Mhm. Nur nochmal, es geht nicht darum, dann nach der rosa Brille direkt wieder die andere aufzusetzen und sagen, ja, aber. Get your butt out of the way, würde der Amerikaner sagen. Das macht in der deutschen Übersetzung weniger Sinn, weil butt hat eine Doppelbedeutung. Einmal der Hintern, butt, und einmal das Wort butt, aber. Und es ist damit gemeint, bekomm dein Aber aus dem Weg, nicht den Arsch. Mhm. Weil das Aber steht immer zwischen uns und der rosa Brille. Okay. Dass wir aber sagen, ja, ist schon richtig, Norman, jetzt hast du den Tag für dich, aber. Aber, stopp, genau. Stopp, kein Aber, Punkt. Du hast den Tag für dich, Punkt. Und alles, was du jetzt negativ sagen wolltest, schluckst du einfach runter. Mhm. Ersparst dir. Mhm. Weil, schau an, immer wenn wir uns auf das fokussieren, was nicht geht und was nicht klappt, blockieren wir uns ja selber. Blockieren wir uns und geben Fokus da drauf. Genau. Und ich vergleiche es immer gern, wenn du ein Sämann wärst und du hättest so einen Bauchladen mit 10 verschiedenen Samentütchen. In jeder Sekunde deines Lebens greifst du in einen dieser 10 Beutel und es geht von ganz schlecht bis, hey, mein Leben ist wunderbar, greifst du da rein, nimmst eine Hand raus und wirfst die auf deinen Acker, nicht den Acker des Nachbarn, dein Acker. Und das kapieren viele nicht. Die sagen, ich nehme das Gift, möchte aber, dass du stirbst. Hä? Nee, das macht doch keinen Sinn. Es ist dein Acker, es ist dein Same. Das heißt, wenn ich sage, stimmt, an meinem Geburtstag habe ich wieder Zeit, hey, positive Samen, eine Handvoll. Mhm. Aber das andere war ja meine Leidenschaft, Unkraut. Und das geht an dem Tag nicht, Unkraut. Und das hat mich so viel Geld gekostet, Unkraut. Jetzt habe ich 5 Sekunden Unkrautsamen auf meinen Acker geworfen, nur eine Sekunde Sonnenblumen. Mhm. Unkraut wächst schneller als Sonnenblumen. Und wenn ich nachher das komplette Feld angucke, einen Wochenrückblick, einen Jahresrückblick, stelle ich fest, mein Acker gefällt mir nicht. Und darum geht es, das zu erkennen, dass das, was du Leben nennst, heute, jetzt und hier, in der Sekunde, in der wir zusammensitzen, ist das Resultat von deiner Aussaat der Vergangenheit. Mhm.
Und wenn dir das Resultat nicht gefällt, macht es doch gar keinen Sinn, dein Leben lang genau das Gleiche wieder zu tun. Das bedeutet, wenn du heute an einem Punkt bist, wo du sagst, ich fühle mich nicht so ganz wohl, irgendwas klappt nicht, dann ist es an der Zeit, dass du was veränderst. Mhm. Weil wenn du weiter das Gleiche tust, dann wird auch weiter das Gleiche wachsen. Okay. Hast du da irgendwelche Tipps für vielleicht auch die Gäste zu Hause? So was man im Alltag anwenden kann, wo du sagst, verändert einfach die Blickrichtung. Mhm. Nimmt eine andere Brille. Ja. Vielleicht ein ganz guter Satz für uns alle. Genau. Du musst auf jeden Fall dein Muster brechen. Weil sobald du in die Richtung gehst von irgendwas Negativem, dann rutschst du ab. Ja. Wie an einem Berg, wo man dann abrutscht. Das ist ein Muster, in das du reinfällst. Ja. Weil vielleicht warst du die letzten Monate oder Jahre in so einem Muster. Das alles, was kam, war halt die rote Brille. Oh, negativ und schlecht. Du musst dieses Muster unterbrechen. Und was helfen kann, für Menschen, die sehr auditiv sind, die gerne Dinge hören, hab irgendeinen Song auf deinem Handy, wo du sagst, wenn ich den abspiele, Freedom von DJ Bobo oder was weiß denn ich. Nimm irgendwas, wo du sagst, wenn dieser Song spielt, bin ich ein anderer Mensch. Weil jetzt bin ich auf einmal hier Mitte 20 auf der Tanzfläche mit ganz lustigen Klamotten. Irgendetwas, was dir hilft. Es kann sein, dass es ein Geruch ist von etwas. Es kann sein, dass es ein Bild von etwas ist. Also welcher deiner fünf Sinne, sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören, ist bei dir am stärksten ausgeprägt und den nutzt du, um dir irgendein, man nennt das Anker, zu schaffen, wo du sagst, oh, über den Anker hole ich mich wieder raus, aus dem Loch, in das ich gerade am Rutschen bin. Das ist quasi meine Rettungsschnur, an die ich mich halte. Okay. Wie sieht denn deine Zukunft aus, mein lieber Norm? Hervorragend, roter Teppich. Sehr schön. Roter Teppich? Roter Teppich. Okay, haben wir hier auch fast ja. Rot. Wir sind dran, ne? Okay. Ja, roter Teppich, weil ich habe erkannt, manchmal steht das Gute dem Großartigen nur im Weg. Roter Teppich fällt mir der Kamerad da oben auf. Genau. Roter Teppich wäre dann Hollywood? Genau. Wäre Hollywood und ein Oscar. Der Oscar ist schon da. Okay. Stimmt, da steht er. Den lässt du ja hier, ne? Ein netter Versuch. Okay. Das heißt, du hast einen Plan für dich gefunden oder einen Weg gefunden. Oder am besten erzähl doch einfach mal, was genau meinst du denn damit mit Hollywood und Oscar und roter Teppich? Dass, wie ich gesagt habe, manchmal das Gute dem Großartigen nur im Weg steht. Ich dachte, das Großartige ist die Porsche Arena, das ist die Erfüllung aller Träume. Und ich durfte feststellen, dadurch, dass es nicht stattfand, es gibt etwas, was sogar noch viel größer ist. Und das ist in den Wochen und Monaten nach dieser Absage passiert. Und wäre diese Absage nicht gekommen, wäre Hollywood nicht passiert. Weil um die Monate nach vorne zu springen, eine lange Geschichte abzukürzen, ich werde gerade noch interviewt für weitere 2,5 Wochen für das Drehbuch für einen Hollywood-Blockbuster. Okay. Es wird einen Hollywood-Blockbuster geben mit der Grundgeschichte quasi meines eigenen Lebens, mit dem Highlight der Porsche Arena, was da nicht geklappt hat, zu sagen, da zieht jemand aus, der hat einen Traum, der kommt aus ganz normalen Verhältnissen und dann nimmt man ihm diesen Traum weg. Wow. Okay. Und der Produzent, mit dem ich das mache, der hat selber schon einen Oscar, der hat einen Tommy, einen Emmy, einen chinesischen Oscar und ganz viele andere Sachen. Der ist Feuer und Flamme für die Sache. Er sagt, es ist super, es wird Menschen inspirieren. Somit geht es gar nicht mehr, wir hoffen mal und wir gucken mal, sondern es läuft full force, wie man so schön sagt. Okay. Uns ist klar, auch dem Drehbuchautor, dass wir mindestens einen Oscar gewinnen. Ryan Gosling wartet gerade auf das Drehbuch, der dann mich spielt. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir viel mehr Menschen erreichen mit der Nachricht. Und das war meine eigentliche Grundidee. Und drum wieder zurück zu der Frage, what would you love, was würdest du lieben? Wo ich mich selber gefragt habe, war die Porsche Arena das höchste aller Gefühle? Und ich habe festgestellt, nein, die Porsche Arena war Mittel zum Zweck, um mehr Menschen zu erreichen, eben ihre Blickrichtung zu verändern. Darum waren ja auch die Einnahmen gedacht, dass wir blinden Kindern helfen, dass die ihr Augenlicht wieder kriegen. Im Übrigen auch ohne die Show habe ich, müsst jetzt nachschauen, 4.500 oder 5.000 Euro überwiesen an Kinder, trotz dass keine Einnahmen kamen, nur einige haben ihr Eintrittsgeld nicht zurückgezahlt,
Das ging an soziale Zwecke, das habe nicht ich verprasst und irgendwie auf den Kopf gehauen. Ich habe eh keine Chance dazu und das war auch nicht die Idee. Und daher einen Film, der so viel Aufmerksamkeit hat, dass er auf der ganzen Welt bekannt ist, bekannt wird. Dadurch hängen wir eine Tournee an, die ausverkauft sein wird. Dadurch entsteht eine Residence Show in Las Vegas. Es wird ein Musical davon geben. Es gibt Pläne, die die Porsche Arena so mini aussehen lassen. Und die sind alle noch nicht mal irgendwo in der Zukunft, sondern die liegen quasi vor mir. Mhm. Und sobald wieder Reisen und alles möglich ist, werden wir da auch noch gezielter drauf zugehen. Und ja, von daher, Hollywood, here I come. Okay, das ist jetzt eine Ansage. Mich persönlich natürlich interessiert es. Das heißt, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre dann dieser Weg zustande gekommen? Oder bist du der Meinung, viele sagen ja Schicksal? Oder ich persönlich habe manchmal auch so ein Gefühl, dass manche Dinge einfach so sein müssen, wie sie sind, weil es einen höheren Zweck dienlich ist. Wie denkst du das? Glaubst du auch an diese Position der Gedanken oder bist du anderer Meinung? Absolut, bin bei dir. Okay. Steve Jobs war es, der mal gesagt hat, you can connect the dots only from the back. Du kannst die Punkte nur rückwärts verbinden. Mhm. Damit hat er gemeint, wenn du von heute nach vorne in dein Leben schauen willst und sagst, warum ist mir das jetzt gerade passiert, findest du keine Antwort. Okay. Wenn du jedoch zurückblickst in deinem Leben, jetzt macht Leben Sinn. Und ich mache gern bei Vorträgen diese Übungen, die können gern die Zuschauer jetzt auch machen. Sich einfach was Schönes zu überlegen, wo du sagst, in deinem Fall, nimm dir irgendwas aus deiner Vergangenheit, ob es ein Tag her ist oder ein Jahr oder 10 Jahre, ist egal. Irgendwas, wo du sagst, das war toll. Das war toll. Wenn du weißt, was du willst, dann wird dir, an was auch immer du glaubst, der liebe Gott, das Universum, Mohammed, Buddha, Allah, das höhere Selbst, wer auch immer, wird dir das liefern, was du möchtest. Nur du musst wissen, was du willst. Und die meisten Menschen wissen das eben nicht. Die wissen, was sie nicht wollen. Mhm. Also einen Job habe ich keinen Bock mehr. Ja. Schön, nur was willst du denn? Mhm. Ja, nicht so einen Job. Das ist wie wenn du ins Restaurant gehst und sagst, ich hätte gern was zu essen. Sagt der Kellner, das glaube ich, dass sie das wollen. Was hätten sie denn gern? Was Leckeres. Gucken Sie, wir haben hier eine Karte, 20 Seiten, wollen Sie mal durch? Ja, ja, ich gucke durch. Und da kommt so im 5-Minuten-Rhythmus der Kellner und sagt, haben Sie sich entschieden? Ja, das sieht vieles gut aus. Ja, ist alles gut. Ja, das hilft mir jetzt nicht bei meiner Auswahl. Und manche Kunden und Gäste im Restaurant sind so verrückt, dass sie den Kellner fragen und sagen, was würden Sie denn essen? Habe ich auch schon gemacht. Stimmt, ich auch. Wo, wenn man realistisch drüber nachdenkt. Was würden Sie empfehlen, frage ich richtig. Dann. Was würden Sie empfehlen? Habe ich noch nicht mal so viel eigene Meinung, dass ich weiß, was ich essen will? Mhm. Und jetzt gehen wir auf ein viel größeres Bild und sagen, wie soll dein Leben aussehen? Was willst du? Das ist ja eine größere Frage als jetzt nach einem Gericht. Mhm. Nur wenn ich es bei einem Gericht schon nicht hinbekomme, für mich zu entscheiden, was für mich jetzt das Beste ist, dann bekomme ich die große Frage nie hin. Mhm. Und dementsprechend ist das Leben für mich nichts Zielgerichtetes, sondern das ist ein Spielball. Ich bin der Spielball. Der liebe Gott schiebt mir immer mal wieder was hin und sagt, vielleicht ein Salat, nee, Salat, Pizza, oh nee, Kalorie, Pasta, für Fleisch, kein Fisch. Du kriegst immer mal wieder Möglichkeiten präsentiert und stehst immer da und sagst, nee, das ist es nicht, lieber Gott. Daher, du musst wissen, was willst du im Leben und dann vertraue darauf, dass wenn du sagst, das ist, was ich mir vorstelle, Hollywood, der Oscar ist es, dann muss es so kommen, weil alles, was du tust, dich in die Richtung führt. Mhm. Energetisch, spirituell und natürlich auch von deinem Fokus, weil du alles tust, um in die Richtung zu gehen und zu kommen. Von daher Vertrauen in das Höhere, das alles Sinn macht, der Glaube an dich selber, nicht an die Welt. Also wer darauf wartet und meint, die Politik oder wer auch immer rettet uns, herzlichen Glückwunsch. Das hat ja super geklappt die letzten Monate und Jahre. Es gibt nur einen, auf den ich vertrauen kann und das bin ich. Der Glaube an mich, was die anderen über mich sagen, das ist schön mit Daniels Anzug, was die anderen denken, es muss mir egal sein. Weil die Sache ist, wenn ich anfange, auf die Meinung eines anderen zu hören, wenn du jetzt sagen würdest, du siehst aber doof aus, und ich würde das glauben,
dann würde ich sagen damit, dass deine Meinung über der Meinung von mir selber steht. Ja. Dass deine Meinung wichtiger ist, wo ich sage, das darf nicht passieren. Mhm. Ich muss die höchste Meinung von mir haben. Und das haben auch viele nicht. Die hören drauf, was die Umwelt sagt, das Umfeld. Und du kommst nirgends hin, wenn du auf alle anderen hörst, nur nicht auf dich. Mhm. Weil die kleine, zarte Stimme, die dir sagt, Yogi, gib Gas, du kannst das. Die hörst du gar nicht, weil von außen immer einer kommt und sagt, oh, wie kann man denn ein Studio aufmachen in der Zeit, so groß und noch ein zweites Studio und jetzt auch mit Video. Ja, wenn du auf die hörst, bist du genau da, wo die heute sind, nämlich zu Hause am Jammern. Okay. Also ihr habt natürlich gemerkt, das ist jetzt nicht einfach, normal erzählt man eine kleine Geschichte, das ist sehr, sehr tiefgründig und für mich persönlich jetzt, ich war gerade sehr beeindruckt und ich glaube, ich könnte da noch eine Stunde zuhören, aber da würden wir wahrscheinlich gar keine Zeit für haben. Aber Norman wird uns nachher nochmal ganz kurz erzählen, wo man ihn da tatsächlich auch erreichen kann, online wie über die Webseite oder sogar selbst als Coaching oder wenn er auf irgendeinem Seminar ist. Ich persönlich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, so als kleiner Tipp, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Norman, lass uns doch über dein Buch sprechen, Zielerreichung für High-Potential. Erzähl. Ich finde es schön blau. Also schön, wie der alte Anzug. Genau, nicht passend zum Anzug. Ja. Ich hatte jetzt keine Möglichkeit, mir das anzuschauen, aber vielleicht bringst du uns da ganz kurz in zwei, drei Sätzen, um was geht es in dem Buch? Sehr gern. Ich habe, als ich es geschrieben habe, 2015 darüber nachgedacht, ob das jetzt ein Buch ist für die Führungskräfte, die ein hohes Potenzial haben. Mhm. Und habe festgestellt, nee, jeder Mensch hat ein hohes Potenzial, wenn und nur wenn er oder sie es für sich erkennt. Mhm. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben, um anhand von 5 Schritten, darum ist da so ein schöner Anker unten drauf, anhand der Ankermethode Menschen eine Hilfe an die Hand zu geben, wie sie eben ihre Ziele erreichen. Und dieser Anker ist ein sogenanntes Akronym, das heißt jeder Buchstabe von A-N-K-E-R steht für ein neues Wort. Wir können ganz kurz durchfliegen, das A steht für Anfangen. Anfangen heißt, ich muss eine Entscheidung treffen. Was will ich? Wenn ich es nicht weiß, wenn ich nicht den ersten Schritt mache und sage, ich weiß, in welche Richtung ich gehe, bleib sitzen. Du wirst nirgends ankommen. Du drehst dich im Kreis. Du musst A wie anfangen. Das N in Anker steht für neu ausrichten. Was wir vorhin kurz hatten, wenn ich jeden Tag das Gleiche mache, was ich bisher gemacht habe, nur mir gefällt das Ergebnis nicht, ist es ja fatal. Also es gibt die schöne Geschichte, 2 Bauarbeiter auf der Baustelle und der eine macht seine Mittagspausendose auf und sagt, oh, schon wieder Käsebrot. Und der andere nickt so. Mhm. 2. Tag, gleich Spiel, Dose auf, oh, je, wieder Käsebrot. Ich hasse Käsebrot. Das Ding geht eine Woche lang, bis ein Kollege irgendwann sagt, weißt du was, sag doch deiner Frau mal, dass du kein Käsebrot magst. Und er sagt, bin nicht verheiratet, ich mache mir das Brot jeden Morgen selber. Okay. Neu ausrichten. Wenn ich mir jeden Tag Käsebrot mache, bringt es nichts, dass ich mir über Käsebrot aufrege. Ich muss einen neuen Weg gehen, Schinken drauf machen oder was weiß ich. Das K in Anker ist konsequent sein und daran scheitern die meisten. Die gehen nicht konsequent den Weg, sondern sie machen das mal einen Tag und oh, zu kompliziert, zu anders, zu neu, zu aufwendig. Nee. Okay. Das E steht für Emotionen. Kennst du dich auch sehr mit aus? Die Emotion beim anderen entdecken. In dem anderen etwas sehen und in dir selber erkennen, dass da eine Leidenschaft ist, dass da ein Feuer ist, was brennt. Wo du sagst, wow, ich mache das gern. Das ist gar kein Job für mich, das ist, boah, das ist Hobby. Nimm die Emotion mit, sonst wird es schwierig. Und das R, Anker, steht dann für das Resultat. Nämlich, wenn du Anke folgst, dann hast du ein R, ein neues Resultat. Okay. Also, Zielerreichung für High-Potenzial von Norman Greta zu empfehlen. Wahrscheinlich in jedem Buchhandel, oder? Bei Amazon am besten. Bei Amazon am besten, genau. Wird es auch direkt nach Hause geliefert, man muss ja nicht mehr raus. Ist ja jetzt gerade in den harten Zeiten vielleicht von Vorteil. Norman, ich glaube, wir haben einiges erlebt, aber was mich jetzt persönlich noch interessiert, ist erstens A natürlich, wo gibt es mehr Informationen über die Norm, aber B, die Kameraden da oben. Magst du vielleicht einmal mal kurz, ich zeige, was ist denn hier, da hast du den
Humorous? Der erste Platz für Humorous Speech, für humorvolle Rede. Das war mein erster Europameistertitel im öffentlichen Reden, wo es darum ging, eine humorvolle Rede zu präsentieren. Okay. Und ja, das ist von der Europameisterschaft, die damals war. Der Kollege daneben ist quasi gleicher Wettbewerb, nur anderes Thema. Table Topics? Table Topics heißt die Stegreifrede. Du bekommst eine Frage gestellt und auf die Frage musst du antworten. Okay. Magst du die Frage hören, die mir damals gestellt wurde, und überlegen, würde dir binnen 10 Sekunden da was einfallen, wo du 3 Minuten drüber sprichst? Ja, mach mal einen Test. In Denanyana, Hetiarachis Weltmeisterrede 2014, waren die Schlüsselworte: Ich sehe etwas in dir, was du noch nicht siehst. Was siehst du, was wir noch nicht sehen? Und die Frage wird dann nochmal vorgelesen. Mhm. Genauso habe ich innerlich auch geguckt. Als es schon losging, in Denanyana, Hetiarachis, habe ich gedacht, was ist das für eine Sprache? Was ist das für eine Sprache? Das ist ein Name. Ach so, okay. Denanyana Hetiarachi wurde in dem Vorjahr Weltmeister im öffentlichen Reden. Ah, okay. Und zum Glück hatte ich dieses Video ein paar Tage vorher gesehen. Weil es war noch ein Kollege aus Sachsen, der die Frage vorgelesen hat. In Denanyana Hetiarachi, so ich gedacht habe, oh du Lieber. Ich verstehe noch nicht mal die Frage. Okay. Und als dann kam Weltmeisterrede, waren die Worte, ich sehe etwas in dir, was siehst du und so weiter. Das ist davon. Und, okay, das war Kollege, 2014 beide, ne? Genau, die waren 2014 beide. Dann der Kollege daneben ist der European Speaker Award. Das ist quasi die dritte Europameisterschaft. Das war auch 2000, erster Platz. Auch erster Platz. Okay. Ich glaube 2019, 2020 war das. Dann der Speaker Award. 2018. Bei Business Vision. Dann kommen die Medaillen von Toastmasters. Das waren die Vorrunden zu der Europameisterschaft, der Oscar für den Film. Bester Dozent, Clicktip Academy in Sofia, wo immer die Betonung liegt, 2019. Also ein kleines Sammelsurium, da kommt noch Trainer des Jahres dazu, ein Best Performer, und der Sims hat es nicht hergegeben, das habe ich jetzt ein paar mitgebracht. Auch da ist es ist schön, dass es einen Beweis gibt, dass Menschen mit einer Leidenschaft Erfolg haben, weil nur deswegen steht es da. Genau. Ansonsten, das ist schön, das ist Glas, das ist Blech. Es geht darum, sich selber immer wieder in Erinnerung zu rufen, hey, wenn ich meiner Leidenschaft folge, funktioniert das. Und das ist quasi der optische Beweis, es funktioniert. Für alle, die sich fragen und sagen, ja, heißt das jetzt, ich soll mein Ding machen, aber was ist mit dem Geld, was ist mit der Sicherheit? Ja, wenn dir Sicherheit und Geld wichtiger ist, bleib auf der Bank. Okay. Wenn du sagst, ich mag das tun, wo meine Leidenschaft brennt, was du tust, was Daniel tut, was ich tue, dann tu das. Mhm. Kann man sich dir überhaupt leisten oder bist du teuer? Die Frage ist, kannst du dir leisten, dir es nicht zu leisten? Denn Stichwort. Eine schöne Frage ist, wie würdest du entscheiden, wenn dein Leben davon abhängen würde? Mhm. Ich glaube, wenn dein Leben davon abhängt, wenn du an der Bergklippe hängst und jemand sagt, ich habe hier die helfende Hand, ich reiche dir die für 50.000 Euro. Du würdest sagen, ich gebe dir alles, für ein Leben lang alles, was ich jemals verdiene. Ich möchte weiterleben, bitte gib mir die Hand. Ja. Wenn es ums Thema geht, wie ich mich hier oben anstrenge und was ich tue und wie ich denke, denken Menschen komischerweise anders. Ja. Und ob das Coaching, der Vortrag jetzt teuer oder günstig ist, entscheidest sowieso nur du. Nur sich wirklich die Frage zu stellen, was wärst du bereit, in dich zu investieren? Du investierst nicht in mich. Ja, ich bekomme das Geld. Nur das Wissen, das du bekommst, bekommst du, und das hast du dein Leben lang. Das ist nicht wie ein Glas Wasser, und wenn es weg ist, ist es halt weg. Es ist immer da. Von daher, du kannst dir das leisten, wenn es dir wichtig ist, wenn du sagst, hey, irgendwie spricht er eine Sprache, die ich verstehe. Ich glaube, der kann mir helfen, dass ich diesen Push bekomme. Und denk drüber nach, was würdest du tun, wenn dein Leben davon abhängen würde, weil ganz unter uns, es hängt dein Leben davon ab. Sehr gutes Stichwort und auch eine sehr gute Überleitung. Tatsächlich, wer wirklich Hilfe oder Interesse hat, den Norman näher kennenzulernen, ich glaube, der Preis ist nicht wirklich wichtig, sondern was will ich selbst? So viel dazu. Genau. What would I love? Okay, wie kann man dich erreichen? Wo findet man mehr Infos? Wahrscheinlich über Google.
Google, überall im Internet. Norman-Graeter.com, also einfach Namen eintippen, findest mich überall auf allen sozialen Plattformen, einfach anschreiben, okay, über welche Plattform auch immer Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich hänge da irgendwo, ich würde da gern raus und dann finden wir da eine Lösung, wie würde ich da ganz schnell hinbekommen. Wir legen dann noch unten im Video die Bio noch ein bisschen über Norman mit den ganzen Links, wo man ihn dann tatsächlich auch erreichen kann, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Norman, hat mich ganz, ganz toll gefreut, dass du heute da warst. Wir haben natürlich auch eine Vergangenheit, von daher war es eigentlich auch ein sehr schöner Besuch, auch dich mal wieder zu sehen. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und ich wünsche dir weiterhin so viel Erfolg wie bisher, dass wir irgendwann mal vielleicht anbauen und es noch länger wird, was eigentlich nicht wichtig ist, aber es bestätigt, dass es funktioniert, was du erzählt hast. Und ich denke, da ist noch sehr, sehr, sehr viel, viel, viel mehr, was du uns alle mitgeben kannst auf dem Weg. Ich danke dir, dass du da warst und ich freue mich, dich irgendwann mal bald wiederzusehen. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Für euch da draußen ganz wichtig, das war unsere erste Folge heute im A8-Studio Talk mit Norman Graeter, dem dreifachen Europameister. Spaß beiseite. Unser Format wird so ablaufen, dass wir regelmäßig Persönlichkeiten einladen, ob sie jetzt berühmt oder bekannt sind, ist erstmal, glaube ich, zweitrangig. Wichtiger ist immer, was sie tun und wer sie sind. Und das ist auch das Konzept. Und ich freue mich auf den nächsten Gast. Die restlichen Infos dazu kommen dann im nächsten Trailer mit dem Countdown. Und bis dahin, bis gleich. So, Norm, jetzt sehen wir uns wieder. Darauf habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefreut. Ich habe ja im Hintergrund das Interview mitbekommen. Und also wirklich sehr, sehr starke Lebensgeschichte. Also ich werde dich Dankeschön. So oder auch verfolgen. Jetzt hast du aber auch die Chance. Ich weiß ja nicht, wie gefällt dir der Anzug? Der gefällt mir sehr gut. Er ist quasi schon meiner. Also ich weiß, du weißt es noch nicht. Ich habe schon gewonnen. Ja, ihr werdet ja das Interview oder habt das Interview jetzt angeschaut. Das kommt ja zum Schluss. Und der Norman hat ja ein starkes Mindset. Mal schauen, ob er jetzt hier die Pfeile dementsprechend lenken kann, dass er auch den Anzug gewinnt. ich würde sagen, wir werfen jeweils drei Dartpfeile und der zum Schluss einfach eine höhere Anzahl, also summiert, sozusagen als Endergebnis hat, hat gewonnen. Gut. Und wenn du gewinnst, dann bekommst du den Gentle Nero Anzug, ist ein limitierter, natürlich nach Hause geschickt. Die ganzen Maße werden noch dementsprechend von mir im Nachgang dann aufgenommen. Falls du verlierst, kannst du natürlich kaufen, aber Geschenk kriegt er ihn dann nicht. So ist eben, so sind die Regeln. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Ja. Ich würde vorlegen. Mach das sehr gern. Und dann kannst du nachlegen. Toi, toi, toi. Norman, nun bist du an der Reihe. Habt ihr schon gezählt, wie viel? 56. Die 13, 15, komm, und die 20. Norm. Zählen die Innenkreise nicht mehr? Die Innenkreise? Hast du die Innenkreise getroffen? Also die hier? Zählen die nicht mehr als die außen? Nur die. Ah, nur die dazwischen. Ja, ja. Norm, warte mal, jetzt mal hier reingucken. Ja, leider hat jetzt Norman nicht gewonnen. Trotz allem, ich finde, du bist ein sehr sympathischer Mensch und mit einer richtig, also wirklich seine Lebensgeschichte deckt sich ein bisschen auch mit meiner, auch mit der Intention. Vor allem, wir beide sind Unternehmer und wissen ja ganz genau, wovon man spricht, wenn man von Misserfolgen spricht oder auch wenn man Gegenwind bekommt, dass man da die Segel neu setzt und dann, sage ich jetzt mal, da Fahrtwind mitnutzt. Und ich denke, so oder so, wir werden eine Möglichkeit finden, dass du definitiv zu deinem Masteranzug kommst. Jetzt in diesen Gegebenheiten, mit diesen Regeln, so sind die Regeln, da halten wir uns dran, hat Norman leider nicht gewonnen und dementsprechend auch nicht einen Gentle Nero-Anzug gewonnen. Aber vielleicht wird er ja nochmal eingeladen vom Joachim, sodass er vielleicht irgendwann die Chance hat, trotz allem den Masteranzug zu gewinnen. Ich verabschiede mich jetzt hier als Gentle Nero und Daniel und ich würde sagen, auf ein zweites Mal. Auf jeden Fall, das machen wir. Super, bis dann.